herzlich willkommen zu einem weiteren Longboard Review und natürlich zu einer neuen Verlosung, also schön dranbleiben. Langsam aber sicher wird es draußen warm und viele von euch überlegen sich ein Longboard zu kaufen und um euch dabei zu unterstützen, zeige ich euch heute ein neues Anfänger Longboard. Und nicht vergessen, mir einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn dir das Review und die Verlosung gefällt. Und Schluss jetzt mit der Laberei, viel Spaß mit dem Review. Brr, brr. Das Longboard, was ich euch heute vorstelle, ist das Yukawai Makaha. Die Form von Makaha ähnelt sehr einen Fisch und sieht ganz anders aus wie die Longboards, die ich üblicherweise fahre. Da ich gerne Tricks mache, brauche ich normalerweise einen Kick und ein Nosetail. Bei dem Makaha haben wir leider nur einen Kicktail, deswegen war ich ziemlich skeptisch gegenüber dieses Board, aber ich wurde eines Besseren belehrt und warum, das werdet ihr gleich sehen. Der Name des Boards Makaha stammt vom weltberühmten Surfsport Makaha auf Oahu. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das Design ist natürlich hawaiianisch inspiriert und zeigt einen polynesischen Totem, was sehr schlicht gehalten ist und mir aber sehr gut gefällt. Das Board hat eine Länge von 106 cm und eine Breite von 22,9 cm. Das Deck besteht aus 5 Schichten kanadischen Ahorn und auf den äußeren Seiten 2 Schichten Bambus. Auf der oberen Seite sehen wir einmal das Logo, die unter den sandgestrahlten transparenten Grip Tape ins Holz des Decks eingelasert ist. Auch hier ist alles sehr schlicht gehalten, trotzdem verleiht das Bambus dem Board ein extrem edles Design. Auf der unteren Seite sehen wir einmal die Achsen, die bei diesem Board Top Mount oder wie man sagt New School montiert sind. Und damit ihr seht, was ich meine, sehen wir hier einmal den Unterschied zwischen den Hoko und den Makaha. Wie man sehen kann, ist der Makaha etwas höher und dadurch auch nicht für Downhill geeignet, denn es ist bei höheren Geschwindigkeiten sehr unruhig. Auf den Achsen haben wir unsere bekannten Rollen Kako mit einem Durchmesser von 69 mm und einem Härtegrad von 78A in der Farbe Schwarz und darüber hinaus die Kugellager A, B, E, C, 7 in der Farbe Rot. Das Longboard hat eine Flexstufe von 2, das bedeutet, dass man mit einem Körpergewicht bis zu 80 Kilo super drauf fahren kann. So, ich mache mich jetzt auf den Weg nach draußen und teste, wie gut sich das Longboard fährt und ob damit Tricks machbar sind. Ich habe für euch die ganzen Standard-Tricks ausprobiert, angefangen bei dem Manual, Shovel, Tiger Claw und Slides, ohne dabei die Hände auf den Boden zu legen und ich muss euch sagen, ich bin total überrascht, denn ich hätte nicht gedacht, dass man mit diesem Board überhaupt irgendwelche Tricks machen kann. Aber wie ihr sehen könnt, geht das sogar ziemlich gut, denn dadurch, dass das Board höher ist, kann ich kräftig auf den Kicktail drücken und damit springt das Deck deutlich höher als der New Hoko und man kann sogar Slides ohne Handschuhe machen, was ich ziemlich cool finde. Kommen wir nun zum Fazit. Das Longboard ist ein perfekter Anfängerboard, es ist schlicht, robust und sieht sehr edel aus. Die Fahreigenschaften sind top für Cruisen, Dancen und Sliden, aber nicht für Downhill geeignet. Für mich ist das Board einer der mit am einfachsten zu fahrenden Longboards, die ich je gefahren bin und für Anfänger sehr gut geeignet, die nicht mehr wie 80 Kilo wiegen und bei dem Preis von 130 Euro kann man sich echt nicht beschweren. Und damit ihr seht, wie kinderleicht das Longboard zu fahren ist, habe ich meiner anderthalb Jahre alten Tochter das Longboard auf diesem Board beigebracht und seht selbst, es ist extrem einfach. Meine kleine Selina hat wohl die Longboard-Gene vom Papa geerbt. Oh Mann, ist sie nicht süß. Kommen wir nun zum Gewinner der letzten Verlosung. Ich habe im letzten Review die Rollen Kako verlost und um herauszufinden, wer das jetzt gewonnen hat, kopieren wir den Link vom Video und fügen das in diese schöne Seite hier ein und laden erstmal alle Kommentare rein. So, wenn jetzt alle geladen sind und wenn ich jetzt hier auf Randomly Pick a Winner klicke, wird automatisch der Gewinner ermittelt, vorausgesetzt, ihr habt mitgemacht, sonst drücke ich weiter. Los geht's! Und der Gewinner ist Dani Kreb. Er schreibt, ich finde das neue Format Longboard-Schule richtig cool und ich bin sofort dabei, wenn ich im Mai ein Longboard bekomme. Ich könnte neue Rollen gut gebrauchen, wenn die anderen dann schon abgefahren sind. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür und wer jetzt nicht gewonnen hat, keine Sorge, ihr könnt natürlich direkt wieder mitmachen, denn ich verlose eine Cappy der Firma Yuka Hawaii. Ihr könnt euch hier eine aussuchen, die ihr gerne haben möchtet, in Wert von 30 Euro. Und ihr müsst lediglich Hashtag Yukawai in die Kommentare schreiben und warum ihr unbedingt diese Cappy gewinnen wollt. Der Gewinner wird dann im nächsten Longboard Review dann bekannt gegeben. So Leute, das war mein drittes Longboard Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen möchtet. Wenn ihr euch das Longboard kaufen möchtet, findet ihr den Link dazu unten in meiner Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal durchlesen. Auf der linken Seite kommt ihr zu weiteren Longboard Reviews und auf der anderen Seite kommt ihr zu Longboard Trick Videos. Links und rechts findet ihr alle Social Medias, wo ich drin vertreten bin. Und direkt unter mir könnt ihr mich abonnieren, damit ihr keine Reviews und Verlosungen mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.